Hallo und herzlich willkommen zu Starbound Let's Play Together. Moin. Wir sind immer noch auf dieser radioaktiv verseuchten Fleischkugel. Eigentlich schon irgendwie in ein Gebiet, wo kein Fleisch mehr ist. Weiß ich nicht, ich habe hier im Moment statt Fleisch Stein. Ah, ich bin immer noch im Fleisch. Ah, so ist das also. Er ist immer noch. Wahrscheinlich raus. Er ist immer noch im Fleisch. Ja, genau. Sind wieder ganz viele Shiggies und Krokodile. Ich komme wieder ins Fleischgebiet. Ne, jetzt gehe ich wieder weg davon. Wow, Blubberattacke. Aber ich habe hier von zwei Seiten nicht gut. Also Diamantbohrer sind schon das A und O, was das angeht. Also das ist nie verkehrt, die mitzunehmen. Ah, stimmt wohl. Entweder Gold oder Diamant, also eins von beiden. Oh, jetzt bin ich hier auf Stein gestoßen. Doch, da bin ich schon lange drin. Es ist super, sich da durchzugraben. Gold ohne Ende. Richtig viel. Ist. Der letzte Bohrer kaputt. Und ein Schicki. Boah, es geht ja noch. Achso, das ist Dreck und kein Stein. Ja, das arme Schicki. Das habe ich zerpflückt. Cool. Ich konnte mich ins Dach reinbohren. Dann bin ich runtergefallen. Alter, hier sind Rohstoffe. Das glaubst du gar nicht. Was wenn doch? Was? Was wenn doch? Gold. Irgendwas Weißes. Das sich als Silber herausstellt. Die mir die Items in der Hälfte fliegen, als ich gesprungen bin. So, kurze Bilanz. Ich habe 839 Fleischblöcke. Echt? Nee. Nur so wenig? Ich hatte ja. Fast 2000. Hab ich 1000 weggeschmissen. Ich war auch relativ schnell wieder draußen. Ich habe allerdings 126 Gold, 115, was sind das? Egisalt, ne, Uranium, 35 Silber, 100 Titanium, 18 Kupfer und 13 Platinum und 13 Diamanten. Ich habe 242 Uran, 121 Titanium, 38 Diamanten, 37 Kupfer, 78 Gold und 68 Silber. Da ist noch mehr. Das okay. Problem, es gibt immer mehr. Uran habe ich jetzt noch mehr gefunden als vorher. Da gibt es das ordentlich was drauf. Neue Quelle. Ah, bisschen Gold ist auch dabei. Du, 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 du. Bisschen Bergbau, tut mir gut, tut mir gut. So, und was haben wir hier? Boah. Okay, ich habe irgendwie so ein Pflanzenbiom gefunden mit Pflanzen. Also so ein Flora-Teil da. Ja.
Was ist denn das da unten? Ja, schon hier so ein hydroponischer Garten. Ist da ganz weit unten. So, eine Safety Cannon. 199 DPS, wie süß. Die kann ich gleich entsorgen. Nehme ich die Truhe mit. Das war's. Naja, ist ja nicht gerade spannend hier gewesen. Ich bin jedenfalls in weicheres Gebiet gekommen. Oha. Ich erinnere mich gerade dem Kern. Da unten ist Lava. Also ich habe noch nichts vom Kern. Ich bin nur irgendwie so ein... so eine linienfarbige Cobblestone-Schicht gekommen. Oha, hier ist wirklich Lava. Es gibt ja auch... ich habe nur zerstörte... kaputte Diamantbohrer. Alter, hab ich grad Schaden gefressen. Nehme ich mal einen dicken Medipack. Einen dicken. Wie ruckelartig das gerade hier runterfloch. Awesome. Ich brenne. Was denn tust du? Warum rennst du? Da war eine ganz seichte Fitze Lava. Tja. Dann würde ich mir... Ich würde meinen, dass man auch aus der Entfernung merkt, dass das irgendwie heiß ist, aber... irgendwie nicht. Tja. Dann sind meine ganzen Nervenzellen schon von der Strahlung abgestorben. Ja, ne? Boah, ich hab schon wirklich in Flammen steht. unter Feuer. Aus der Lunge brennt die Luft. Ich habe übrigens unten so einen Untergrundlabor. Boah, Alter. Ich habe den Planetenkern gefunden. Der Hintergrund sieht mal hammerheftig fies aus. Wie meinst du das? Ich bin unten angekommen. Also ich habe jetzt... erstmal was zu essen. Ich habe so ein... der Hintergrund, also wenn du da hinten die Rückseite, schlag mal die Rückseite einfach mal so ein bisschen ab. Mit der rechten Maustaste. Dann siehst du den Erdplanetenkern. Mehr oder minder. Teile davon. Ich sollte jetzt partout nicht hier runterspringen. Put. Dauert aber so lange, bis man hier irgendwas kaputt macht. Man sieht nicht viel. Ich muss mir weghauen. Boah, ich kann Lava mitnehmen. Das wird ein Spaß. Ich habe was ganz Besonderes mit dir vor. Du wirst Lava-Meister. Soll ich diese dicken Türen mitnehmen von dem Untergrundlabor? Könnte man eigentlich benutzen, nicht? Heilige Scheiße.
Ich höre einfach nur so ein Untergrundrauschen, was sich ein bisschen dominanter verhält. Boah, fast wäre Gold nach unten gefallen. Jetzt muss ich irgendwie wieder nach oben kommen. Ey, hier ist ja alles an Rohstoffen. Aua. Aua. Magma Rock. Genauso awesome wie mein Tütü. Ich habe sogar eine Pirouette gerade gemacht. Oh. Man kann sie übrigens mit Wasser löschen. Habe ich beim Gegner gesehen. Um Himmels willen nicht runterstürzen. Ob ich das Leben nach oben schaffe oder voll krepier? Also ich versuche ganz unten nach unten zu kommen. Ist irgendwie so ein Highlight, wenn man unten ankommt und man lebt. Ne? Ja, ich bin aber diesen fast unzerstörbaren Stein angekommen und habe keine Diamantbohrer mehr, also. Oh, herzlichen Glückwunsch. Wie lange brauchst du noch? Deswegen gehe ich erst nach oben. Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch unten die unterste. Boah, das ist eine Truhe. Haben. Ja, scheißegal, 10 Schaden fressen und runter. Alter, da. Das ist Lava. Alter, ich sehe Totenköpfe aus den Spitzen rausragen. Boah, ein Splintered Kingslayer. 254 Damage und eine Klarinette. Eine Klarinette. Super. Noch ein Teil zum Nerven. Und wie klingt denn das? Oh, das geht eigentlich noch. Okay, ich habe noch nicht das Ende erreicht. Ich kann die Lava hier noch wegsaugen. Au, au. Boah, Alter, ich muss echt aufpassen. Wenn du Lava absaugst, ne? Ja. Musst du echt aufpassen, dass dir die Lava nicht wieder zu Füßen steigt. Ja. Ich pumpe gerade den ganzen Raum ab. Oh, 400 Lava. Tanke ich weiter auf. Tank uff. Das ist ja fast wie ein unendlicher Quell an Lava. Boah, und das fließt auch noch so bescheuert. So, dann wollen wir doch an die Arbeit gehen. Jetzt, wo ich doch hier alles abgesaugt habe und ich in meinem Inventar, also in meiner Tasche, 446 Lavatropfen habe. Kann man doch ein bisschen Titanium unten abbauen im Magma-Rock. Alter, das dauert so ewig. Mit einem Diamantbohrer. Aber da, ich sehe auch den Lavaboden. Also wenn ich mich weiter nach unten begebe, auch wenn hier jetzt viele Ressourcen sind, ich lasse es. Ich hole mir auch keinen Magma-Stein. Das braucht man irgendwie gar nicht mehr, ne? Nee, eigentlich nicht. Okay, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg nach oben. Hoffe ich. Alter. Toll, gut gemacht.
Ah, hey, ich bin jetzt bei den Labors. Ah, drei Schickis. Wollt ihr mich verarschen? Alter. Schnitt zubauen. Boah. Ey, ich wäre fast gestorben. Hier gibt's immerhin wieder Wasser. Moment. Doch nicht der richtige Ort hier. Scheiße. So, wie komme ich jetzt wieder nach oben? Mit dem Fleisch. Ganz klar. Super Meat Boy. Nutze das Fleisch. Das Fleisch ist schwach. So. Ah, verdammt, ein Schicki kommt mir der. Das ist aber kein Schicki, das sieht eher aus wie ein Glumanda. Aber jetzt bin ich bei dem Labor. Aua. Oder bei diesen Häusern. Also kann ich das hier nicht anbauen. Warte, wo geht das hier? Ja, das kann ich aber nicht stehen lassen hier. Nein! Ficken! Von oben ganz nach unten runtergefallen. Wie habe ich denn das geschafft? Scheiße. Ja, sterb. Sterb dich tot. Alter, ich habe hier irgendwie eine Verzögerung im Spiel. Du auch? Nee. Bei mir passieren Dinge erst, nachdem ich sie ausgeführt habe. Und das eine Sekunde verzögert. Machst du das denn? Indem ich klicke und dann passiert nichts. So. Ja, jetzt geh hoch. Wow. Ich glaube, ich schaffe das doch irgendwie zu sterben. Dream. CPU wird stark beansprucht durch Starbound. Boah, diese Spikes, die geben mir sowas auf den Sack gerade. Oh ja. Alter, und mir noch 26 Schaden reindrücken, ey, du Pisser. Schön, ich konnte nur 49 Bandagen machen. So viel zum Thema, es hat sich gelohnt. Ich meinte natürlich, dass wir auf eine nicht radioaktive, friedliche Welt gehen, wo jeder Gegner ein One-Hit ist. Da müssen wir zur hier Anfangswelt zurück. Aber
Ich sehe mich schon irgendwie sterben. Boah, Rückweg, ne? So, mir egal, ich baue jetzt mit Fleisch. Länger wirst du auf meine Fleischfahne finden. So, zack, zack. Oh, super, cool, gut gemacht. Ich bin fast am Sterben. Es muss für dich auch sehr interessant aussehen, jedes Mal, wie mein Lebensbalken hoch und runter geht. Ja. Och nee, schon so ein Viech, ey. Ey, und ich kann es nicht erreichen. Was ist das für ein Ja, das war's, glaube ich. Nee, ich lebe noch. Guck mal auf meinen Lebensbalken. Das ist echt unglaublich, aber ich lebe noch. Ich glaube, ich hatte gerade noch ein HP. Aber ich hatte mich mit Fleisch eingebaut. Das war schön warm. Ich bin gleich oben. Oh, was ist denn das? Also ich höre die ganze Zeit immer noch Musik. Hier ist so ein neues Viech. Das sah komisch aus. Dann bist du tatsächlich gleich oben. Ich will kein Fleisch mehr. Rausgeschafft, yeah. Aber ich sammle jetzt hier an der Oberfläche ganzen Materie ein. Hallo? War das? Was? This is a high security research facility. Lab personnel only. Sollen wir die gleich mal stürmen? Ja, warte mal auf mich. Wenn du rauskommst, musst du nur ein paar Schritte nach links gehen. Jetzt ist er auch noch. Mhm. Oh. Gut, diese Tür nehme ich auch mit. Das ist, hier ist der Ort, wo wir uns getrennt hatten. Glaube ich. Gut, diese Tür nehme ich auch mit. Alter, jedes scheiß Fackbohrer geht weg. Hallo? Du sollst einen Bohrer auswählen. So. Nein, nicht wieder runter, um Gottes Willen. Alter, wie schnell kommst du denn hoch, bitte? Nee, nach unten gehe ich nicht mal.
grabe mich jetzt nach oben. So. Hey, cool, ich habe per Zufall eine Kiste entdeckt. Und ein Schicki. Was drin? Und ein Schicki. Warte. Ich komm da gar nicht ran. Sind natürlich überall wieder Spikes. Da ist ein Screaming Crunch Killer drin. Also kann man da nur screamen? Scrunches McQueen oder was? Ja, offensichtlich. Ist aber nur eine. Oh, ist eine 308er. Kannst du die gebrauchen? 308, Zweihand oder Einhand? Zweihand. Nur, hier. Schussrate oder sehr gering? Die ist, keine Ahnung. Eins null eins. Dann lieber nicht. Dann schmeiß ich die weg. So, schon, ich sehe irgendwie teilweise Lichter, dann sehe ich wieder gar nichts. Hier waren wir offensichtlich schon. Irgendjemand hat sich hier mit Fleisch hochgebaut. Das muss ja du. Du wahrscheinlich, dann habe ich deinen Weg gefunden. Ich habe mich knapp rechts von deinem Weg gebohrt, dann muss ich ja nur noch die Fackeln folgen. Ja, wie auch immer du hier durchgekommen bist. Mein Totenkopfschild ist offenbar zu fett dafür. Nein! Ey, du verficktes Fickfisch. Ey, und dann jumpt es mir noch hinterher in die Hölle. Ich war schon wieder von einem Enton angegriffen. Das war kein Enton, das war ein orangenes Wichsfisch, ey. Das war nicht orange, also das hier war wirklich ein Enton. Sterb. Ja, auf Damage zu kriegen. Alter, wie bist du hier hochgekommen, ey? Alter, fick dich, ne? Ja, ich nehm einen anderen Weg. Das wird sehr lustig, das zu sehen später. Die Folge ist gleich zu Ende, wenn ich das so an, wie ich das hier so ansehe. Schon zwei Entons. Oh. Scheiß Krokodil, sterb. Oh, ich hör dich. Ah. Oh, endlich. Das Monster mit dem Tütü ist draußen. Alter, was war das für ein Geräusch? Oh, cool. Warte mal. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir da rein. Alles klar. Oh, Quest. Was, Quest? Nicht Quest, ja, Questen. Questen der Film jetzt in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.